Hallo und herzlich willkommen bei Odo TV. Gestern Abend kam noch dieses Paket hier bei mir an und das wollte ich jetzt mit euch zusammen auspacken. Und zwar kommt es von der Firma mein-taschenmesser.de und diese hat sich freundlicherweise bereit erklärt, mir relativ kurzfristig einige Wenger-Messer für eine Vorstellung zur Verfügung zu stellen. Wie ihr vielleicht wisst, die Firma Wenger wurde vor einigen Jahren von der Firma Victorinox übernommen und nun hat Victorinox beschlossen, die Firma Wenger sozusagen zu schließen. Man spricht von April, andere sagen Ende des Jahres. Auf jeden Fall, dieses Jahr ist definitiv Schluss mit Wenger. Wenger wird also als Marke vom Messermarkt sozusagen verschwinden. Ein Unternehmen mit einer Tradition von über 100 Jahren. Und deswegen habe ich mir gesagt, stelle ich euch mal ein paar Wenger-Messer vor, wie zum Beispiel dieses hier. Das ist ein relativ großes Einhandmesser von Wenger mit einem sehr interessanten Feature. Hier kann man auf diese Flagge drücken, um die Verriegelung zu lösen. Darüber hinaus hat es noch eine Reihe anderer Werkzeuge. Dann dieses interessante Muster, das ist so ein Realtree-Muster, sehr interessant für Jäger sicherlich. Dann haben wir hier ein Kindermesser von Wenger. Wenger hat sehr interessante Kindermesser, wie ich finde, im Angebot. Kindermesser, die auch über einen Verschluss verfügen, der für Kinder einfach zu öffnen ist. Das ist auch eine recht tolle Sache. Ja, und zu guter Letzt habe ich als drittes Messer noch ein Messer mit einer besonderen Griffschale. Wenger hat hier einige interessante Griffschalen im Angebot. Zum einen hier diese aus Holz, dann gibt es welche mit so einer Gummierung und noch zwei, drei andere sehr interessante Griffschalen. Das ist also hier eher so ein klassisches Schweizer Taschenmesser, eben aber mit einem Holzgriff. Alles Weitere erfahrt ihr wie immer natürlich in meinem Review auf Odo TV.